ist der Biker all die unterwegs. Wieder der Biker Aldi unterwegs. Kaffeepause beendet. Okay, so langsam wieder auf Heimat anfahren. Werde jetzt von hier aus erstmal nach Neuwied fahren. Oder kann ich über die Brücke, über den Rhein fahren. Dann brauche ich nämlich nicht nur eine Bad Godesberg da rein in Bonn. Oder dürfte jetzt so einiges an Verkehr sein. Bis jetzt sind noch meine Kameras schön durchgelaufen. Beziehungsweise bis eben. Hab die jetzt neu eingeschaltet. Fahrzeug. So, hier muss ich auf jeden Fall schon mal wieder links. Eine etwas fiese Kreuzung da oder Einmündung, weil sie hier teilweise schon bis das Schmidtheim hier hochgeballert kommen wie die Wahnsinnigen, obwohl sie da noch 70 fahren dürfen in dem Bereich. Hier zeige ich mein Navi mir was Falsches an, weil hier ist keine 70, hier ist 100. Das ist hier hinter die Kurve. Ab hier ist er 70, ab dem Schild. So, muss auf jeden Fall wieder über Blank, nach Blankenheim. Mein Intercom anmachen. Hätte ich fast vergessen, meine USB-Buchse da einzuschalten. Mein Navi schickt mich auf die B51.
gepieft hat, hey, teilweise. Ich schicke mich jetzt hier vorne, rechts rein, nach Reetz. Da bin ich noch nie gefahren. Naja, mal gucken. Ich weiß nicht, wo ich jetzt auskomme. Ich habe hier auf extra Kurve stehen. Die Navigation. Normalerweise kenne ich hier die Strecken hier. Aber habt ihr das extra mal gemacht über Navi, um mal wieder neue Strecken kennenzulernen. So, hier knapp 22 Grad habe ich hier. Geht Richtung Ahrtal wieder runter jetzt hier. Aber wie gesagt, die Strecke kenne ich auch noch nicht. Aber die ist schön. Ich bin schon nie durchgefahren.
Aber 218 war ich schon mal gelesen, oben auf der Einstraße. Also, Blankenheim. Dann bin ich hier schon mal gefahren. Keine Ahnung. Ich glaube auch nicht. Hütte. Sieht doch nicht am Misch vorbei. Wo ist denn ich jetzt gleich irgendwo rechts abbiegen? Ach, fett. Alter Mercedes. Kielberg, Hillesheim.
Kielbärsch. Hier sind ein paar schöne Kurven. Hier ist eine schöne Kurvenstrecke. Ah, Baustelle Ampel. So, dann wird der Bike-Audio mal erst wirklich wieder. Tschüss zusammen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.